Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir das neue King of Fighters für die PlayStation 4 aus in der Day One Edition. Ist ja offiziell am 26.08.2016 erschienen. Vorher möchte ich euch aber noch ein paar Spiele vorstellen, und zwar einmal für die PlayStation 2 das King of Fighters Neo Wave. Das ist ein sehr gutes Beat'em Up. Hier gab es auch schon die 3 und 3 Kämpfe, die es jetzt bei den neuen King of Fighters gibt. Hier noch in den klassischen 2D-Stil. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr eine PS2 habt. Dann das letzte King of Fighters für die PS3 in seiner schönen Edition mit Soundtrack und Poster. Also wenn ihr das seht, nehmt das euch mit. Gibt es auch für die Xbox 360. Hat auch einen sehr schönen 2D-Anime-Look. Hier haben wir ein Poster, was dabei war. Also sehr schön, wie ich finde. Und dann haben wir hier King of Fighters Maximum Impact. Das war das erste 3D King of Fighters, weil viele sagen ja, das ist das erste 3D. Nein, es gab es schon hier auch für die PlayStation 2 und ich habe auch für die Xbox Classic. Es gibt hier zwei Teile von und das war auch schon so ein 3D-Stil ein bisschen. Und jetzt haben wir hier den neuen Teil für die PlayStation 4, glaube ich, exklusiv von NSK Playmont natürlich entwickelt und von Deep Silver vertrieben. Bei uns in Deutschland ab 12 Jahren freigegeben. Und das habe ich mir dann gekauft in dieser Day One Edition. Text ist sogar in Deutsch, wie ich gerade lese, Sprache Japanisch. Und das gucken wir uns jetzt mal an. So, mit Schuba sogar. So, gucken wir uns erstmal an. Also das Spiel geht an einer Konsole 1 bis 2 Spieler, Netzwerk 2 bis 12, braucht 16 GB, DualShock 4 Vibration, wenn unterstützt, HD-Video-Ausgang 720p, 1080i oder 1080p, unterstützt Remote Play für die PlayStation Vita. Ja, das ist letzte Woche, wie gesagt, erschienen in einem schönen Steelbook, wie ich finde. Und viele kritisieren das ja, weil es nicht mal diesen 2D-Anime-Look hat. Ich mag den auch lieber als diesen, muss ich sagen, aber nichtsdestotrotz, finde ich, das sieht schon ziemlich cool aus und ich habe da keine Probleme mit. Hier haben wir dann die Spiele-Disc, sogar ein Booklet. Da gucken wir noch mal rein. Ja, zwar nichts Besonderes, das ist sehr, sehr schade, aber immerhin mit Cover. Und dann haben wir da noch einen DLC-Code dabei. Ich glaube, für ein Kostüm. Und das ist die Day One Edition, finde ich ganz nett. Kostet auch nicht so viel, wenn man Beat und Ups mag. Könnte man sich das holen, wie ich finde. Ich persönlich finde es besser, weil es gleich zum Start, also direkt, wenn man es startet, das Spiel hat das Spiel 50 Charaktere. Ich glaube, so viel, ich weiß gar nicht, ob schon mal so viele Charaktere in einem King of Fighters waren. Aber mehr als bei den letzten Street Fighter, was sich sehr gut spielen lässt, aber da fehlt viel. Und hier hat man sehr viele Modis dabei und finde ich cool. Ja, und Deep Silver war so nett und hat mir ein Exemplar zum Verlosen gegeben. Das könnt ihr bei mir hier gewinnen. Zwar in dieser, ja, wie sagt man, Screener-Fassung. Und ist ja aber nicht schlimm, weil hier ist die Disc dabei, sogar ein Code, der ist hier an der Innenseite für euch mit drin. Und wenn ihr das gewinnen wollt, müsst ihr nur Abonnent oder Abonnentin sein und unter mein Video schreiben. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei Nie Michael von Koch Media bzw. Deep Silver, weil das war ein Hin und Her. Ich habe da ein bisschen Stress gemacht, dafür tut es mir nochmal leid, weil ich dachte, es kommt nicht an und ihr wart ja auf der Gamescom, dafür tut es mir leid. Aber ich bedanke mich ganz herzlich für das Muster hier. Ihr wisst ja, ich mag lieber sowas, deswegen kann ich das auch verlosen und finde ich cool, dass ihr mir das gestellt habt und das werde ich dann einen von euch verlosen. Wie gesagt, ihr müsst Abonnent sein oder Abonnentin unter diesem Video schreiben und dann könnt ihr das gewinnen. Ich lasse das Gewinnspiel bis zum 16. September, 17. 18. September laufen, mal gucken, vielleicht auch eine Woche mehr. Aber dann werde ich das auflösen und ihr könnt es dann gewinnen und da werde ich euch benachrichtigen und ja, den Rest kennt ihr ja. Ja, das war mein Video. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Würde mich über eure Kommentare und Bewertungen sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Gavatrons. Tschüss.